In der Aufgabe 8 geht es um eine Kombinationsbetrachtung zwischen einer diskreten Verzinsung und einer stetigen Verzinsung. Wir haben konkurrierende Effekte. Offensichtlich geht es hier um einen Wald, der aktuell 1 Million Euro wert ist und sich vom Bestand jährlich reduziert. 10% stetig, das heißt, da brauchen wir unsere stetige Verzinsung wieder. Der Preis steigt aber, und zwar nicht kontinuierlich, sondern es gibt offensichtlich hier jedes halbe Jahr eine Preisanpassung, jeweils um 4%. Frage ist natürlich, reicht das, um den Mengenverlust auszugleichen oder nicht? Darum geht es in der Aufgabe. Und wir sollen uns jetzt um diesen Gesamtwert kümmern. Im Endeffekt haben wir zwei Effekte. Die beiden Effekte, die hier miteinander konkurrieren, sind einerseits der Bestand. Wenn Sie den Bestand mit x, t ist die Zeit, in Jahren. Ich kann für dieses t aber auch jeden beliebigen Wert theoretisch einsetzen. Dadurch, dass wir hier eine diskrete Steigerung haben um die 4%, geht es natürlich nicht. Ich kann in diese Formel, die ich jetzt dann gleich mir hinschreiben werde, die insgesamt den Wert des Waldes angibt, nur diskrete halbjährliche Werte eingeben. Dazwischen müssen Sie sich so eine Art Treppenform, so einen Sprung jeweils vorstellen. Aber gut, wir starten mal mit unserem Anfangsbestand zum Zeitpunkt 0, den ich nicht kenne, der in der Angabe hier nicht drin steckt. Das ist der Bestand zum Zeitpunkt 0. Und den muss ich jetzt verändern in Abhängigkeit von der Zeit mit einer stetigen Verzinsung. Das bedeutet, wir haben jährlich um 10% nimmt das Ganze ab. Das bedeutet, hier ist unser INOM negativ, minus 10%, also minus 0,1. Heißt, wir setzen hier als Effektivzins an E hoch minus 0,1. Das ist ja unsere stetige Verzinsung, effektiv für ein Jahr. Und das Ganze wird dann zinseszinslich mit der Anzahl der Jahre potenziert. Das ist der Bestand. Dann haben wir den Preis pro Einheit. Wenn ich hier mit einem bestimmten Preis rechne, pro Mengeneinheit, muss das natürlich abgestimmt sein auf die Menge hier oben. Wenn das hier Festmeter sind beispielsweise oder Tonnen, dann hier oben müsste das ein entsprechender Bestand in Tonnen oder Festmetern sein. Ich setze jetzt den Preis auch in Abhängigkeit von T an und weiß ihn zu Beginn auch wieder nicht. Deswegen schreiben wir hier so ein P0 dran. Und jetzt weiß ich, halbjährlich steigt der Preis um 4%. Das heißt, unsere halbjährliche Verzinsung ist 1,04. Wenn ich jetzt aber den effektiven Jahreszins sozusagen mir anschauen möchte, also stellen Sie sich vor, der Preis des Holzes ist 100 Euro. Ich erhöhe nach einem halben Jahr um 4%. Dann haben wir einen Preis von 104 Euro. Nach dem nächsten halben Jahr erhöhen Sie wieder um 4%. Haben Sie eine Erhöhung dieser 4% von 104 Euro. Das ist mehr als 8%. Oder anders gesagt, ich muss das hier quadrieren, um hier auf den effektiven Jahreszins zu kommen. So, das ist der effektive Jahreszins für die Preiserhöhung pro Jahr. Das muss allerdings jetzt auch wieder potenziert werden, weil ich ja nicht nur ein Jahr die Preise erhöhen möchte, sondern beliebig viele. Das hier bezeichnen wir als Preis zum Zeitpunkt 0. Der Gesamtwert des Waldes in Abhängigkeit von t wäre dann w wie Wert in Abhängigkeit von t, ist dann entsprechend der Preis jeweils zum Zeitpunkt t mal die Menge jeweils zum Zeitpunkt t. Und wenn ich das einsetze, was ich mir oben überlegt habe, dann ergibt sich da p0. Ist eine Konstante, die ich nicht kenne, aber die hier vorne als Faktor davor steht. Dann kommt die Zeitabhängigkeit. Dann kommt der Bestand, dieser Bestandsterm. Und der hat hier auch eine Konstante als Faktor vorne dran stehen. Das ist das x0, das ziehe ich nach vorne. Und dann habe ich hier hinten die beiden Terme, die von t abhängen, multipliziere ich ja. Also kann ich sie zusammenfassen in einen Ausdruck. Das ist e hoch minus 0,1 mal 1,04 hoch 2 und das Ganze hoch t. Das Gute ist, ich kenne zwar weder p0 noch x0, aber ich weiß, dass der Anfangswert, der Gesamtwert des Waldes, 1 Million. Also können wir für das Produkt aus den beiden Konstanten 1 Million einsetzen. Und was Sie hier sehen, das ist das Q-Effektiv des Wertes dieses Waldes. Das setzt sich zusammen aus diesen konkurrierenden Effekten. Hier einmal abholzen, einmal verteuern. Und den kann ich natürlich ausrechnen. Da kommt ein Zahlenwert raus von ungefähr 0,978. Also mit anderen Worten, unser Wert wird immer weniger. Das ist weniger als 1.
In der Aufgabe ist gefragt, welchen Tageswert hat der Wert in 10 Jahren? Ja, damit sind wir jetzt gerüstet. Jetzt können wir in diese Gesamtwertformel einfach 10 einsetzen und das ergibt der Wert, das Teilaufgabe A, wenn Sie so wollen. Das waren ja eigentlich Vorüberlegungen, wobei der Rest jetzt sehr einfach ist dadurch. Der Wert nach 10 Jahren entspricht dann 1.000.000 mal diesen Effektivzins. Sie wissen ja, nicht mit diesem gerundeten Zwischenergebnis rechnen, sondern das Ergebnis im Taschenrechner mindestens abspeichern und dann mit dem abgespeicherten, mit dieser Konstanten rechnen. Okay, nichtsdestotrotz setzen wir hier 10 ein. Das ergibt, so, das wäre die Lösung der Teilaufgabe A. In der Teilaufgabe B heißt es, nach wie vielen Jahren hat sich der Wert des Jahres halbiert? Analog, der Wert zum Zeitpunkt T entspricht dieser Formel, also 1.000.000. 1.000.000 mal diesem Effektivzins, den wir oben ausgerechnet haben, hoch T. Und der soll jetzt, dieser Gesamtwert, der soll jetzt sich halbieren, also nur noch 500.000 Euro entsprechen. T auflöse, bringe ich als erstes mal die Million auf die andere Seite, dann haben wir da stehen, Q effektiv hoch T ist gleich 1/2. Ja, das ist egal, von welchem Basiswert Sie ausgehen, wenn es um eine Halbierung geht, steht hier 1/2. Und da wir die unbekannte T hier suchen, ist natürlich der Logarithmus das Mittel der Wahl. Das T ist dann der Logarithmus zur Basis Q effektiv von 0,5 und das gibt einen Wert von, den müssen Sie ein bisschen mit Vorsicht genießen. Wir haben ja hier zwar auf der einen Seite einen stetigen Effekt durch das ständige Schrumpfen des Waldbestandes, aber nur eine halbjährliche Anhebung der Preise. Mit anderen Worten, es gibt hier so einen diskreten Effekt. Man müsste jetzt ausprobieren, ist es schon nach 32,5 Jahren, genügt das schon für eine Halbierung oder passiert das erst nach 32 Jahren? Ja, können wir eine kleine Wertetabelle vielleicht machen. Es ergibt sich folgende Wertetabelle beim Einsetzen von den hier im Dunstkreis sich befindlichen Zeitpunkten, also von 31,5 bis 33 habe ich mal jedes halbe Jahr eingesetzt. Dann sehen Sie, dass es nach 32 Jahren noch keine ganze Halbierung ist, da haben Sie noch ein bisschen mehr als 50% und nach 32,5 Jahren sind es eben dann unter 50%. Das heißt, nach 2. Gut, das ist die Lösung der zweiten Teilaufgabe.